Hallo aus der Cinema-Redaktion, mein Name ist Birgit Vollstedt und heute darf ich den siebten Teil des Mutantenspektakels X-Men Zukunft ist Vergangenheit als Topfilm der Woche anpreisen. Ich muss dabei zugeben, dass ich den Titel zweimal leise für mich ausgesprochen habe, einfach um auch ein bisschen den Sinn zu erfassen. Aber nun zum Film. In der Gegenwart im Jahr 2023 jagen Sentinels, tödliche Roboter, die Mutantenhelden über den ganzen Erdball und haben sie nahezu ausgerottet. Die einstigen Erzfeinde Magneto und Professor X entwickeln einen riskanten Plan, um den Fortbestand ihrer Art zu sichern. Wolverine soll ins Jahr 1973 zurückreisen und ihre jüngeren, zerstrittenen Ichs dazu bewegen, den Wissenschaftler und Erfinder der Sentinels vor der Ermordung durch die Gestaltenwandlerin Mystique zu retten. Der Tod des Sentinel-Erschaffers Trask, dargestellt von Peter Dinklage, bekannt aus Game of Thrones, hatte in der Vergangenheit die Ausrottung der Mutanten durch die Roboter erst in Fahrt gebracht. Doch kaum in den 1970er Jahren angekommen, muss Wolverine erkennen, dass die Gräben zwischen Magneto und dem Professor tiefer sind als angenommen. Und noch schlimmer, welche Auswirkungen für Gegenwart und Zukunft haben Wolverines Eingriffe in der Vergangenheit? Mein Fazit, ein durchweg spannendes, imposantes Superheldenkino mit einer tollen Darstellerriege und immer einem Augenzwinkern. Und wenn Sie mehr über den Film erfahren möchten, dann lesen Sie unsere Juni-Ausgabe. Dort finden Sie alles über X-Men, in diesem Fall auf Zeitreise. Viel Spaß im Kino und viel Spaß beim Lesen.